Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft einfach Pferde und hier zu unserem, oh Gott, meine Güte, jetzt aber, darf ich dabei schlafen? Moment. Nein, ich bin ins Bett, so. Oh Mann, die Hunde. Ihr habt ja gesagt, dass wir für die Hunde einen Zwinger bauen sollen. Sollen wir mal schauen, wo wir den am besten hinbauen können. Moment, sollen wir den aus dem dunklen Holz bauen vielleicht? Wir könnten den ja mal gucken. Das ist normale Eiche, genau. Dass wir den hier irgendwie mal in die Nähe vom Haus bauen. So. Huch. Ja. Es ist früh morgens, die Schafe rotieren. Oh, da fällt mir ein. Wir müssen ja mal. Den. Feierlich den zweiten Advent anzünden. So. Wunderschön. hi. So. Wunderschön unseren Kranz oben drauf. Überlege gerade. Ich glaube fast, dass die hier am besten wären, wenn wir das hier so hinbauen. Puh, überlege gerade, wie machen wir das denn am besten? Ja, machen wir einfach da die Wand zu, würde ich sagen. Dann könnt ihr vielleicht weggehen. Machen wir es so. Dann haben wir 1, 2, 3. Der Baum muss aber weg. So. So, hier. Wir warten, bis hier das alles runtergeht. Weg mit dem Grünzeug. Okay. So, schauen wir mal, wie das dann ausschaut. Machen wir das hier noch zu. Okay. Und so sehen sich die Tiere dann. Ja, wir sollten auf jeden Fall. Oh, verdammt! In der Seite vielleicht noch irgendwie was offen lassen. Mal kurz gucken, wie das dann ausschaut. Wahrscheinlich ist das hier besser, wenn wir das hier noch wegmachen. So. Hep. Hep. Super. Jetzt geht die Nanny weg, dabei wollte ich sie doch gerade als Vorlage nehmen. Okay, so, hep, hep, hep. So. So, mal gucken, ob wir da noch ein bisschen von dem Lehm drüber machen dann. Wahrscheinlich sinnvoll. Dass wir das Lehm dann noch ein bisschen nach drüben ausweiten. Und machen wir hier noch einen Weg dann hin. So. So, machen wir den hier so. Ich weiß gar nicht, sollten wir da noch irgendwie anderen. Ne, aber wir haben ja nicht wirklich anderen Boden. So, das heißt, wir brauchen auch wieder noch ein bisschen Lehm. Und Kies jetzt noch. Erde, das hier. Moment, habe ich hier. Hatte ich hier nicht nochmal Kies? Habe ich den komplett aufgebraucht? Oh, echt? Mit Lehm habe ich auch keinen mehr. Das sind wenig.
So. 12, das reicht aber nicht ganz, glaube ich. So, schauen wir mal. Huch. Nein. Nee, es reicht nicht. Ja, aber so eine Art sieht das auf jeden Fall besser aus, glaube ich. Und wir brauchen noch Lehm und Kies. Warum haben wir keinen Kies mehr? Wo hab ich denn den ganzen Kies verbaut? Ich dachte, ich habe noch so viel. Habe ich den echt verbraucht? Oh, ich muss noch den Weihnachtsbaum weitermachen. Oder? Der muss auf jeden Fall bis demnächst fertig sein. Ah, hier haben wir noch Lehm. So, ein bisschen nach oben, da geht's schneller. Viel braucht. Wir müssen die Hundis unbedingt da unterbringen, das ist ja schlimm hier. Aber sonst die ganze Zeit, die Hundis sind dran. Okay. Jetzt haben wir ordentlich Lehm noch. So. So. Okay, wo finden wir jetzt noch schnell Kies? Da hinten ging es, glaube ich, nochmal runter. Nehmen wir halt kurz die Hunde mit. Ha, perfekte Abkürzungen. Wir haben hier zu viel zugebaut. Es gibt keine Abgänge mehr in den Untergrundbereich hier. Warte, Moment, der war hier hinten irgendwo. Shit, habe ich den auch zugebaut? No, wo ging's doch mal in den Untergrund? Wir brauchen Kies. Stein. Verdammt. Am besten sucht man sich dafür halt immer Höhlen. Da sieht man das einfach besser, wenn man Kies finden will. Das ist aber doof. Hier ist überall Eisschicht. Jetzt da wohl irgendwo noch einen. Ich falle hier andauernd da vorne. Ich wollte gerade sagen, ich falle auch hier andauernd in irgendwelche Höhlen rein. Und wenn ich mal welche brauche, dann finde ich keine. Ah, sehr gut. Ich wollte gerade sagen, hoffentlich habe ich eine Spitzhacke dabei. Da geht's rein. So. Oh je. Erde, Erde. Na toll. Moment, hier ist doch Kies. Perfekt, weil ich wollte nämlich nicht mit den Hunden. Ach nö. Sehr gut, dass ich Kies noch mit der Hand abbauen kann. Ich wollte nicht mit den Hunden bis zur Lava runter. Haben wir den Kies da? 9, 11. Ich weiß nicht genau, wie viel ich brauche, aber ich glaube, das müsste reichen. Moment, hier hat er noch Kohle. Ich habe noch ein bisschen Kohle mit. Wir müssen unbedingt die Hunde in ihr. Ihr kommt mit, okay, alles klar. In ihr Zuhause bringen, weil ganz im Ernst, die möchte ich jetzt nicht alle vier mitnehmen, sonst werden wir definitiv irgendwelche davon vor die Hunde gehen. Ah, verdammt. So. Jetzt haben wir ja alles dabei. Auf jeden Fall sieht unsere Gegend hier jetzt winterlicher aus durch die ganzen Fichten, die wir jetzt hier drin haben. Und wir müssen nochmal auch zu den Arabern dann gucken, dass wir da nochmal ein paar mehr bekommen. So. Oh nee, kann es sein, dass es doch mehr ist, was ich brauche? Ach nee, doch nicht. Das sah jetzt gerade so aus, als hätte ich zu wenig. Ja, aber es war verhältnismäßig knapp. Ja, kommt mal rein.
Ihr kriegt dann auch noch so einen Futterbereich. So, einmal. Nein, nein, ich wollte dich nicht füttern. Nein, ich wollte, dass du dich hinsetzt. Verdammt. Dann komm mal rein. Halt. Komm ich rüber. So, hinsetzen. Jetzt du auch noch hier rein und hinsetzen. So. Moment, wir haben einen verloren. Sind jetzt drei Hundis da drin? Ah. Ihr seht voll putzig aus, so. Moment, wir haben den orangenen, also den kleinen nicht. Den suchen wir auf jeden Fall noch. Wir brauchen auch noch Glas. Hier ist er doch. Ah, den haben wir auch so hingesetzt anscheinend. Diese Suche ging schnell zu Ende. So, Glas. Das hier dürfte reichen. Und Lehm. So. Alles klar. Wir kommen voran. So, wunderbar. Komm rein. Hallo? Ja, rein mit dir. Ich finde es so gut, dass sie sich einfach da auf den Boden setzen. Okay. Sehr schön. Habt ihr schon mal auf jeden Fall hier euer kleines Zuhause? Werden wir noch ein bisschen ausbauen dann. So. Gut. Damit verabschiede ich mich aber auch für heute. Moment, so sehen wir die Hundis auch gar nicht. Müssen wir vielleicht noch hier die Wand auch nochmal machen. Dass wir das Fenster wieder ein bisschen größer haben. So. Genau, so ist besser. Verabschiede ich mich für heute und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also dann, macht's gut. Ciao, ciao.